Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Seit Jahrhunderten werden in China und Japan Bäume und Sträucher in Schalen gezogen und durch die entsprechende Pflege kleinwüchsig gehalten. Die Mini-Bäume, die mit Vorliebe den vielfältigen Formen der Natur nachgebildet werden, heissen Bonsai. Dass diese anspruchsvolle Kunst auch bei uns immer mehr Anhänger findet, ist nicht weiter erstaunlich, wenn man diese wunderschönen Exemplare hier anschaut. Bonsai, auf Deutsch Baum in der Schale, hat man ursprünglich draussen gehalten, wo sie auch die Jahreszeiten mitmachen. Darum haben die Pflanzen hier im Moment aber keine Blätter. Es gibt aber auch Bonsai, die sich sehr gut reinziehen lassen und die Wohnung beleben und verschönern. Als Standort für die Indoor-Bonsai eignet sich zum Beispiel ein helles Fenster ohne direkte Sonneneinstrahlung. Bis so ein Bonsai diese stattliche Größe erreicht hat, braucht es viel Geduld, Pflege und Ausdauer. Jahre und Jahrzehnte lang müssen die Pflanzen geschnitten, umtopft und in die gewünschte Form gebracht werden. Ein Bonsai wie der kann darum schnell mal ein paar Tausend Franken kosten. Wer nicht so lange warten will und auch nicht so viel ausgeben oder zuerst mal schauen will und seine Talente als Bonsai-Gärtner ausprobieren, kann jetzt bei GOB verschiedene Arten von Bonsai aus Fernost ganz günstig kaufen. Die Bonsai haben schon den typischen Wuchs. Sie können diesen Pflanzen aber selber jede gewünschte Form geben, indem sie sie nach ihren Vorstellungen schneiden. Am Anfang langt der gewöhnliche Scher. Später, wenn sie sich für das anspruchsvolle Hobby entschieden haben, empfiehlt sich dann aber das entsprechende professionelle Werkzeug. Das Wichtigste für die Pflanzen, die wir in der Wohnung halten, ist genügend Feuchtigkeit. Der Wurzelballen in diesen doch kleinen Schalen darf nie austrocknen. Stehendes Wasser dagegen muss man vermeiden. Am besten schauen Sie jeden Tag, ob die Erde noch feucht ist und gießen mit einer feinen Bruse an. So, dass die Erde nicht ausgewaschen wird. Die Bonsai bei GOB kommen aus Fernost. Jede Pflanze in einer Bonsai-Schale mit Untersätzchen kostet 19.50 Franken. Wäre doch eigentlich eine gute Gelegenheit für den Anfang von einem neuen, faszinierenden Hobby. Ein anderes Hobby, und zwar eins, das besonders weit verbreitet ist, ist das Kochen. Was Sie zum Beispiel gerade morgen mal auftischen könnten, zeigt Ihnen jetzt meine Kollegin aus der Studioküche. Mehr als einmal hatte ich die Gelegenheit, Ihnen ein besonders günstiges Rezept mit Eier vorzustellen. Heute war es wieder mal so weit. Es gibt Curry-Eier mit Riesi-Beisi. Pro Person habe ich 2 Eier 8 bis 10 Minuten kochen. Abgeschreckt und erst nach dem Abkühlen geschält. Es geht so am ringsten. Dann für die Soße 2 Knoblauchzehen, eine kleine Zwiebel und einen kleineren Apfel geschält. Den Apfel geviertelt und das Kernhaus rausgeschnitten. Jetzt lasse ich einen Esslöffel Anke in der Pfanne schmelzen, presse den Knoblauch dazu und treibe den Zwiebeln und den Äpfel durch eine Birchenraffel. Das alles 2 bis 3 Minuten dämpfen. Einen Esslöffel Curry und einen halben Esslöffel Mehl dazu mischen und weitere 2 Minuten mitdämpfen. Mit 2 Deziliter Weisswein und 2 Deziliter Bouillon die Soße ablöschen und aufkochen. Dann zudeckt bei kleiner Hitze 20 Minuten köcheln. Während dieser Zeit den Reis im Salzwasser aufsetzen und körnig kochen. Die tiefgekühlten Erbsen 5 Minuten vor Schluss dann beifügen und mitkochen. Die Currysoße zum Schluss mit einem halben Becher Soßenrahmen aufkochen und wenn nötig mit ein bisschen Salz abschmücken. Dann die halbierten Eier auf einer vorgewärmten Platte anrichten, die Soße darüber verteilen und mit Peterli garnieren. Wenn Sie Lust haben, die lustigen Curry-Eier selber mal zu probieren, empfehle ich Ihnen, die Coop-Zeitung von dieser Woche durchzuschauen. Sie finden das Rezept nämlich genau beschrieben auf der farbigen Doppelseite. Viel Vergnügen! Wünsche ich Ihnen übrigens auch. Neben der GOB-Exklusivmarke finden Sie in unseren Läden auch immer das Neueste, wo die bekanntesten Markenartikel zu bieten haben. Heute wieder 2 Beispiele. Jetzt gibt's eine völlig neue Margarine. Von Jofresh. Schmeckt frisch. Ja, mit Joghurt zubereitet. Jofresh bringt sie auf den frischen Geschmack. Luf, Augen zu. Schocki. Viel, viel besser. Ein völlig neues Genusserlebnis von Lindt. Das neue Fioretto. Zuerst genießt man feinste Lindt-Schokolade. Dann knispert es geheimnisvoll. Und schließlich folgt die zarte Füllung nach bester Konfiseriekunst von Lindt. Was ist das? Das neue Fioretto von Lindt. Fioretto von Lindt und Jofresh, die Margarine mit Joghurt. Zwei Neuheiten, die Sie bei Ihrem nächsten Einkauf bei uns nicht verpassen sollten. Ebenfalls empfehlen möchte ich Ihnen wie immer unsere Aktionsangebote. Sie wissen, man kann im Schnitt mindestens 20 bis 25% sparen.
So bekommen Sie alle Äpfel in der Tragtasche an 2,5 kg 1,50 Franken günstiger. Zum Beispiel die Eidaret gibt es für nur 6 Franken. Und der 1 kg Beutel Arni Nussstängeli für nur 6,40 Franken. Das Kilo Schweizer Frischboulet kostet nur 5,80 Franken. Tarasse Coca-Cola in der 1,5 Liter PET-Flasche gibt es für 8,60 Franken. Alle Arni-Schocke, wie zum Beispiel Giandino, kostet nur noch 1 Franken. Außerdem offerieren wir Ihnen diese Sautöse mit Glasdeckel für nur 15 Franken. Und im Coop-Restaurant gibt es ein Goldbarschfilet als Sherry-Essig-Rahmsauce mit Dillherdöpfel für nur 9,50 Franken. Das ist es für heute. Schönen Abend und auf Wiedersehen.